Wenn man im Sujud Allah subhanahu wa ta'ala um etwas bittet und Dua macht, sagt man danach Amin oder steht man direkt wieder auf? Du kannst Dua machen, wie du willst, bi'idhnillah ta'ala. Und du musst das nicht einschränken und du kannst offen Dua machen. Schaut mal, liebe Geschwister, wir haben eine Möglichkeit, dass wir ausführlich den Dua machen. Dann ist es von der Sunna, dass wir womit anfangen? Mit den schönsten, mit den schönsten Namen Allahs azza wa jal. So, dann bittest du Allah azza wa jal, um was auch immer du ihn bitten möchtest. Manche Gelehrte sagen danach die Salawat. Dann bittest du Allah azza wa jal, um was auch immer du ihn bitten möchtest und schließt zum Schluss ab mit den Salawat auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist, wenn du die Zeit hast. Aber du kannst im Sujud einen einzelnen Dua machen oder sonstiges. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und im Sujud ist man Allah am nächsten. Na?